Willkommen bei abiweb.de. Unser Thema sind heute die Fette. Und zwar beschäftigen wir uns zunächst mal mit ihrem Aufbau. Der ist in einem Punkt bei allen Fetten gleich. Nämlich, sie enthalten alle einen Glycerinrest, den wir hier links sehen. Glycerin ist der dreiwertige Alkohol Propantriol, den man aber eben umgangssprachlich als Glycerin bezeichnet. Und der hat ursprünglich mal drei OH-Gruppen gehabt, an denen jetzt die drei Fettsäurereste hier dranhängen. Beziehungsweise die hängen an der Stelle, an der früher die OH-Gruppen waren. Und das heißt, zweites charakteristisches Kriterium für ein Fett ist, dass es eine Esterbindung enthält, und zwar nicht nur eine, sondern gleich drei Stück. Wenn das Glycerin aber bei allen Fetten gleich ist und auch alle drei Esterbindungen enthalten, worin unterscheiden sich dann die verschiedenen Fette? Und das ist ganz einfach, das sind die Fettsäurereste natürlich. Wie lang dieser Rest ist und wie der genau aussieht, kann sehr verschieden sein. Hier oben habe ich angedeutet, dass es ein gesättigter Rest ist. Es gibt natürlich aber auch ungesättigte Fettsäuren, von denen man ja viel hört. Das habe ich hier mal angedeutet. Da ist also praktisch in dem Fettsäurerest hinten einfach eine Doppelbindung drin. Und wenn ihr euch noch erinnert an die Doppelbindung, bei der gibt es ja die Möglichkeit der Cis-Trans-Isomerie. Und natürlich gibt es die auch hier. Und die berühmten Transfette, die in Gefahr, im Verdacht stehen, gesundheitsgefährdend zu wirken, sind eben Fette, die ursprünglich mal von der Natur als Cis konzipiert wurden und aber durch Erhitzen in Transfette umgewandelt wurden. Das heißt, wir haben hier also eine Verdrehung dann geschaffen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.